Ach, forschen wir mal die Raketen. Super, warum kann ich die Einheiten nicht steuern? Kann man die irgendwie steuern? Nein, ne? Nein. Welche Einheiten? Ja, die Gebäude halt, die Mörser. Nein, die kann man nicht steuern. Mach das mal, dass man das kann. Das ist schwierig, das wird wohl nix. Mit dieser Ausreden jetzt auch noch. Wie lange dauert denn die Forschung? Ach, die dauert ja ewig. Ach, die haben schon geknackt. Fick dich. Ey, fick dich doch. Wenn die das jetzt so schnell geknackt. Spawn ja auch noch ein Messer. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fahr da mal weg. Fahr da wieder rein. Mann, Mann, Mann. Jetzt fahren die da raus. Ach, du willst nur reparieren. Ganz toll. Fahr da mal aus seiner Reichweite raus. Fahr da nicht da rein. Mann, sag mir doch, diese selten dämlichen Vollidioten. Das war wieder die KI, die Wegfindung. Nein, der scheiß LKW macht noch nicht das, was er soll. Ja, die Wegfindung sollte. Nein, der fährt einfach wieder raus, aber ich soll doch. Brauchen wir ganz schnelle Werkstatt auch. Super, jetzt ist da ein Loch in meiner Verteidigung. Das sieht doch scheiße aus. Und hör endlich auf, diese Fuck-Aufhängung zu beschießen. Bei mir ist auch schon ein Riesenloch. Na, ganz toll. Was hast du da für eine KI, Mann? Super, jetzt greifst du. Ach, jetzt kommst du mit ewig Artillerie. Na, ganz toll. Alter, ich hab voll die fette Verteidigung stehen und die fahren da einfach rein. Ja, toll. Ja, das ist halt Bunkerbuster, ne? Das ist halt. Ja, das war doch nie so stark, oder? Doch, das war so stark. Kannst du mal eine vernünftige KI wählen? Die nicht immer alles überrennt, egal. Hey, ich glaube, der Bumper kann nicht mehr schießen. Doch, doch, irgendwas anderes kann noch schießen. Irgendwas mit mehr Reichweite. Ich glaube, die haben schon Ripley-Raketen oder so. Könnte sein. Ja, die zerlegen jetzt erstmal meine Verteidigung. Ja, mein erster LKW ist tot, gleich stirbt mein zweiter. Oh ne, doch noch nicht. Die Artillerie steht direkt vor meiner Aufhängung und schießt da drauf. Hat die nicht irgendeine minimale Reichweite? Alle diese Ripple-Raketen sind ja heftig. Und ich kann die nicht bauen, ich muss erst noch weiter. Ich habe sie immer noch nicht fertig erforscht, deswegen kann ich die nicht bauen. Ich will die einfach nur meine Verteidigung durchbrechen. Ja, soll ich das wirklich hochladen, wie wir zweimal verlieren? Oh, das geht schon. Es sind ja nur zwei, da ist es nicht so schwer. Ja, ja, ja. Nein, überhaupt nicht. Die stehen schon wieder halb in meiner Basis. Und haben fast schon mal die komplette Verteidigungsturmreihe zerstört. Und ich habe gerade meinen letzten LKW verloren. Oh, so, ich bin da mal raus. Nein. Viel Spaß, hast du meine Basis. Lebst du noch? Nein, Einheiten wurden übertragen. Das sind jetzt, glaube ich, deine. Bei mir. Ach so, du hast mir Einheit übertragen, oder was? Richtig, ja. Was soll ich mit der... Bau dir was! Wozu? Ich hab gleich keine Energie mehr, du Hans-Idiot! Du hast noch bestimmt ein bisschen Energie. Ja, toll, 900, ja, ganz toll. Und gleich zerlegen sie mal Energieproduktion, dann habe ich ja null mehr. Erforsche ich überhaupt noch die Ripple-Raketen? Sind gleich fertig. Cool, kann ich die jetzt bauen? Nein, ne? Nee, muss ich auch noch erst erforschen, ne? Bisschen heftig. Die KI ist ganz dumm und so, kommt überhaupt nicht klar, ja, ja, ja. Ah, jetzt müsste ich doch die Rocket-Artillerie erforschen. Na, ob ich das noch fertig bekomme? Ich glaube es nicht. Nein, das wird nichts mehr. Ich habe keinen Truck mehr. Hast du mir nicht irgendwie deine Trucks übergeben? Ja, einen hast du noch, aber ich habe keinen mehr.
super. Hast du Verteidigung gebaut? Nö, Mission ist fehlgeschlagen. Ich baue einen Lookout-Turm. Ja, yeah, damit kann ich sie besser beobachten. Cool finde ich ja, wenn du den wieder abreißt. Hast du das schon mal angeschaut? Ja, geht schnell, ne? Ja, das ist. Geht ja auch. Als wenn er einfach zusammenfallen würde. Wie so ein Kartenhaus. Ist ja auch nur ein Kartenhaus. Hält auch genauso viel aus. Also noch hält die Forschung stand, ne? Aber ich kann auch noch ein bisschen forschen. Ey, mein Mörser steht doch, mein einer. Der beschießt gerade den Lenzerturm. Aber er ist fast im Arsch, ne? Jetzt ist er gleich im Arsch. Ich steck mir gern Mörsertürme in den Arsch. So, jetzt ist mein Mörser auch weg. Jetzt ist alles zu Ende. Also, wenn ich noch weiter durchhalte, kann ich Rüble-Raketen bauen. Ich fahr mal weg. Ich hau ab. Ich nehme meinen Chuck und hau ab. Oh, ich hau nicht mehr ab. Hab's mir doch mal überlegt. Ich hau nicht mehr ab. Hey, ich hab die Raketenstellung gebaut. Wir können jetzt Rüble-Raketenstellungen bauen. Geforscht, warte. Ja, die können wir jetzt bauen. Die Rüble-Raketenbunker-Stellung-Dinger. Theoretisch, praktisch nicht. Ich erforsche mal noch das Synapsen-Ding und was könnte man noch gebrauchen? Energieressource. So, meine Basis ist weg. Verbesserte Raketentechnik. Meine steht noch, unten rechts. Ja, ich weiß. Oh doch, du hast da noch was stehen. Jetzt ist es weg. Noch so ein Ölförderturm. Was macht meine Basis so? Also, ich... Steht noch ein bisschen. Ja, die wird noch eben beschossen von den scheiß Mörser. Ey, ein Mörser, verstehst du? Wie der einfach meine halbe Verteidigung schon mal weggebombt hat, ne? Hast du die Werte so hoch gedreht? Von diesen Ribble-Rockets? Von diesen kleinen? Ja, von den Mörsern auch. Von den Mörsern nicht, aber von diesen kleinen Dings. Ja, ich weiß, also es sah folgendes aus, als hätten die mich damit beschossen und der hat gut Schaden gemacht, ja. Oh, die Luftabwehr kann er auch noch angreifen, okay. Ich habe übrigens noch eine Werkstatt. Siehst du den blauen Panzer da? Also den grauen, meine ich. Wo? Der diese blauen Kugel verschießt. Also jetzt nicht mehr, jetzt haut er ab. Ich habe keine Ahnung, wo du gemeint hast. Ja, hey, ich hab... Ab und zu ein bisschen unsynchron hier. Woher soll ich das überhaupt wissen? Ich meine, ich habe auch keine Karte mehr und so. Achso, weil ich habe auch keine Karte. Ich verbessere nochmal die Flak. Gebäude wird angegriffen. Oh ja, ein bisschen was steht ja noch von deiner Basis. Ne? Ja, ne? Das ist, ich habe immer noch zwei Energiequellen. Diese eine Forschung, die könntest du, oder die beiden, die könntest du mal hochziehen, ne? So wie das. Mache ich auch gerade. Ja, jetzt kann der Messer nicht mehr auf mich schießen. Wunderbar. Ich habe noch Luftabwehr. Ja gut, das Ding war gerade erst im Bau, ne? Nee, das war eine Energieressource. Oh. Richtig. Ist ungünstig, wenn sie die zerstören. Schauen wir, wie lange ich noch durchhalte. Ich habe da unten immerhin noch Verteidigungsgebäude. 4 Stück, die überhaupt nichts bringen. Komm gleich mit Panzer an. Hast du Pangabuster aufgedreht? Kann das sein? Nein. War nicht schon immer so stark? Gegen Gebäude, ja. Kann mich gar nicht dran erinnern. Doch, gegen Gebäude schon. Hm. Aber gegen Panzer total nutzlos. Gut, man hatte ja schon immer Panzer in der Kampagne, also... Nach der ersten Mission hat man ja dann schon die Basis gehabt und alles. Ja. Nein! Ja. Ein Energieressource hat sich gerade aufgelöst. Aber die brauche ich ja momentan eh nicht. Erst wenn ich neue Forschung in Stadt. Gleich kann ich. So. Kann ja noch Energie geben. Erforschen wir noch wegen Luftabwehr. Oh, 295, jawoll. Erforschen noch die Luftabwehr. Gib mir alles, was du hast, Baby. Null Energie, jawoll, gib mir mehr. Jetzt habe ich 2.674.000 dank deiner Nullen. Irgendwie zeigt das Spiel nicht an, muss ein Bug sein. So, Luftabwehr habe ich verbessert. Was ist das noch? Zyklon, na, das kann ich jetzt eh nicht mehr bauen. HE Flak 3. Nein, nicht mein Kraftwerk. Okay, das Kraftwerk ist eh nutzlos.
Die Dinger so gar keinen Schaden. Das erinnert mich ein bisschen an so ein Einzelspiel, so ein Gefecht in Earth 2150, wenn du keine Luftabwehr baust. Wenn du denkst, oh, ich nehme die fetten, was weiß ich, Plasmagewehre, wo ewig Schaden machen. Plasmakanonen. Und dann feststellst, oh, die können ja gar nicht in die Luft schießen. Und dann feststellst, dass der Feind fast nur mit Lufteinheiten angreift. Ja. Das bringt's halt total. Mhm. Ja, es ist halt nur, wenn du so Gefecht machst und einstellst, dass du immer wieder. Übrigens passt irgendwas mit deinem Sound, glaube ich, nicht. Ja, da ist irgendeine Nachricht, ne? Ja. Und dann kannst du halt auch einstellen, dass du immer wieder Munition, Geld bekommst, also dass du selbst gar nichts abbauen musst an Ressourcen, und wenn du das dann machst, dann greift der Feind fast nur mit Lufteinheiten aus irgendeinem Grund an. Haha, meine Fellrund bekommt er nicht. Ist das eigentlich dein Reparaturturm, ne? Ja. Den habe ich vorhin mal gebaut, weil ich meinen LKWs reparieren wollte. Ja. Weil ich auch keine Fabrik und so hab. Ich erforsche übrigens immer noch Luftabwehr, ne? Also wenn der Feind mich irgendwann mal mit Lufteinheiten angreift, wieder bin ich noch ein wenig stärker. Und das eine ist irgendwie so ein Doppelbunker. Nein, ist nur irgendwie ein Grafik. Ist nur irgendwie so ein Grafikfehler, glaube ich, mit Schatten oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall höher. Wo denn? Aber ja, von den oberen dreien da, diese drei, wo übereinander stehen. Der in der Mitte, ich weiß nicht, das sieht irgendwie höher aus. Oder bilde ich mir das nur ein? Der hat auch ganz merkwürdige Schatten irgendwie an der Seite. Meinst du die Türme da links oder was? Ja, die Luftabwehrtürme, diese drei, wo da oben stehen. Forschung abgeschlossen. Der hat irgendwie komische Schatten auch. Luftabwehr kann ich nicht weiter verbessern. Ich könnte höchstens. Soll ich denn mit der horizontalen Wall anfangen? Kann ich keine besseren Gebäudepanzerungen erforschen? Nein. Rocket Warhead. Ich glaube, wir machen dann mal Schluss, hä? Wenn sie ein bisschen höher stehen, dann liegt das meistens am Untergrund. Volle merkwürdige Schatten irgendwie. Textur ist kein Schatten. Deine Mutter ist ein Schatten. Texturschatten. Textureller Schatten. Ja, machen sie jetzt noch was. Oh, deine Reparaturwerkstatt. Und deine Luftabwehr ein bisschen. Ich erforsche jetzt doch mal noch die Raketentechnik. Oh, Rocket Laser. Oh, sie haben ein Forschungslabor. Was ist denn besser? Warhead 3 oder Rocket Laser Designator? Ich würde Warhead 3 nehmen. Das andere war bloß Genauigkeit, ne? Ja. Was hier immer scheiße ist. Ich glaube fast nicht, dass das noch fertig wird. Ich habe immer noch genug Energie. Jetzt fahren sie wieder weg, jawohl. Ich muss nur die Reichweite der Lancer-Raketen so weit erhöhen, dass ich über die ganze Map alles abschießen kann. Auch wenn ich es nicht sehe. Warum ist der jetzt explodiert? Das geht nicht. Was war denn das jetzt? Da ist eben LKW runtergefahren und er einfach explodiert. Na hier, durch deinen Lancer. Nein, der war noch nicht mal in der Nähe, der Lancer. Bei mir schon. Also bei mir ist der eben erst an der obersten Ding vorbeigefahren. Ja, das also ist ein bisschen unsynchron, wie gesagt. Ab und zu. Das sah lustig aus, der ist einfach explodiert. Und ich glaube, meine Forschung wird nicht mehr ganz fertig. Das eine Forschungslabor ist sehr platt. Die beiden, ne? Ja, siehst. Ja, das eine, weil es gerade erst angefangen wird zu bauen, das andere, weil es gerade erst aufgerüstet wird. Sieht sau komisch aus. Wie so ein aufblasbares Bett oder sowas. Wie meine Freundin, bevor ich sie aufblas. Passiert noch was? Das ist voll spannend, ne? Der LKW kommt noch. Ich habe immer noch Luftabwehr. Die irgendwie so gar nichts reißt. Warum kann Luftabwehr überhaupt nicht auf den Boden schießen? Das ist auch so eine komische Sache. Könnte ich hier so einstellen, wenn ich wollte. Ja, es ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine, die können doch gerade ausschießen, oder nicht? Ja, schon.
Also theoretisch müsst ihr doch auf den Boden schießen können, meiner Meinung nach. Theoretisch schon, ja, das würde schon funktionieren. Oder zumindest die Panzer. Aber so kommt ein bisschen mehr Strategie rein, weißt du? Wenn wir das nicht können. Warum? Die Flak-Dinger, das sind eh scheiße, diese einzelnen Dinger. Oh nein, mein letztes Forschungslabor! Ja, das steht halt immer noch fast zur Hölle! Ja, die haben keine Raketen mehr, kann das sein? Ah, jetzt. Ja. Oh. Die Rakete ging noch raus, bevor er in der Luft geflogen ist. Hey, Suse, soll ich mal meine Rakete rausdrücken? Was baut der denn da? Sensorturm. Ja, ist da irgendwas. Schießt der Mörser wieder. So weit schießt der dann wieder nicht. Na, mal gucken. Ne, das ist ja kein Scheiß, Mann. Mal gucken, was es wird. Okay, wer weiß, was er da oben noch hingebaut haben inzwischen, ne? Oh, Rüppel. Mhm. Angel-Raketen waren das doch, oder? Irgendwas mit Angels, wo so ewig weit gehen. Es gibt Angel und es gibt Archangel. Archangel war das. Wo so ewig weit ging, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Wow, aber der Turm hat's vollgebracht. Gibt aber auch Angel. Die hat man zuerst bekommen, oder? Ja. Wow, der Turm bringt's voll. Und was der Last jetzt noch macht? Der Turm ist noch gar nicht fertig bei mir. Bei mir dreht er sich schon lustig. Mhm. Was hat der scheiß Last überhaupt geladen? Kohle. Ist doch keine Kohle, nicht. Keine Ahnung. Kohle ist doch nicht weiß. Es ist Kohle aus Weißrussland, deswegen ist sie ja weiß. Ich glaube, jetzt passiert nicht mehr viel. Nein, ich glaube auch. Komm, bau noch einen Mörser, bau irgendwas! Ist der Turm... Oh, jetzt fährt er weiter. Und jetzt wird er gleich in die Luft gesprengt. Juhu. Vielleicht greifen sie mich jetzt wieder an. Ja, vielleicht auch nicht. Hier einen sammelnden LKW eingesprengt. Ich könnte noch ein paar Punkte setzen. Yeah. Wie setzt man die überhaupt? Alt H. Was? Alt drücken und dann H. Irgendwas kam von links. Oh, ach nein, das ist nur wieder so ein LKW. Ich dachte, da passiert jetzt doch irgendwas und... Da kommt ein Schwarzer. Warum leuchten da noch Punkte? Müssten die nicht irgendwie verschwinden, Mann? Die verschwinden nach einer Weile, ja. Es kommen von links und von oben. Aber irgendwie schicken sie nichts mehr. Weil ich habe immer noch zwei leuchtende Punkte. Na, den einen hast du gerade gesetzt und den anderen habe ich gesetzt. Oh. Ich kann meinen Punkt auf deinen setzen. Das bringt's voll. Na? Jetzt. Das ist ganz gut für Teamwork, weißt du, wenn da irgendjemand was zeigen will. Also ich muss sagen, deine letzte KI war irgendwie einfacher. Die hat nur einmal richtig extrem angegriffen und dann hat sie noch die Karte mit Verteilungsanlagen vollgebaut. Ja, aber wenn du diese KI auf T einstellst, dann macht die auch nichts. Erst noch eine Stunde oder so, dann fängt sie an, eine richtige Einheit zu bauen. Ja, toll. Weil sie dann die richtigen Sachen erforscht hat. Hätten wir vielleicht besser T1 eingestellt. Aber Hauptsache ich. Nein, ich mache mir jetzt oben in meinem Jägerhäusle gemütlich auf dem Berg. Steht mein kleines Jagdhaus. Oh. Guck, ich bin aus dem Fenster. Was hat gerade Fenster auf. Ist da ein Fenster drin? Keine Ahnung. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich die Karte richtig drehe. Freilich, das sind zwei Türen, vier Fenster auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite nichts. Ja, und seitlich ist auch nichts. Nö. Naja, man braucht ja nicht so viel Fenster. Hey, ich kann von hier aus deine Basis sehen. Oder? Nee, das ist die Mitte der Karte, glaube ich. Nee, ist bloß die Mitte der Karte. Kannst du die Mitte der Karte sehen? Nee. Ja, also da halt, wo die Sensortürme stehen und... Aber wenigstens ist der Himmel schön blau und... Und zwei Mörser.
Oben steht noch ein Messer und ein Turm. Die KI weiß, wie man feiert. 2150. Das Spiel will mir sagen, ich soll öfter 2150 spielen. Ja, ich glaube, auch das wird nicht mehr viel. Ja, ja. Okay, dann lösche ich jetzt den Feind mal schnell aus. Ich kann leider kein Cheat aktivieren. Ich find's irgendwie ein wenig scheiße, dass man diese Türme einfach nicht steuern kann. Was, ja, sonst hätte ich vorhin den Mörser anweisen können, den anderen, ja, Mörser zu sprengen, und dann wäre das wahrscheinlich auch nicht anders verlaufen, aber man, okay, kann es halt mal behaupten. Ja, Waffenforschung abgeschlossen. Und er wird gleich in Luft gesprengt. Hä? Ich habe noch gar nicht verloren? Hast du nicht? Ich habe immer noch eine Farbe, klick doch mal unten links auf die Karte. Ich habe immer noch eine Farbe. Einheiten, ja, übertragen. Was ist eine Farbe? Ich nicht, ich bin grau. Ja, warum? Keine Ahnung. Hab ich noch irgendwo ein Fahrzeug stehen? Nein, dann wäre ja. Dann würde das ja. Könntest du das ja sehen, weißt du? Da links. Ja, vielleicht irgendwo bei hier oben in der Basis. Vielleicht hast du mir noch irgendwas übertragen, was irgendwo in der Pampa stand. Dann drück doch mal STRG plus A. Dann siehst du, wie viele Einheiten war es. Keine. Was meinst du? Einheiten ausgewählt. Stehe ich nicht. Warum habe ich eine Farbe? Ist irgendwo noch eine Fabrik stehen oder so? Ich habe nie eine gebaut. Ja, ne? Ich habe nicht mal eine gebaut. Ich habe Verteidigung gebaut, die dann nichts brachte. Keine Super, wir sind immer einen halben Kilometer noch vor der Verteidigung explodieren. Dann würde ich sagen, ich habe gewonnen. Und ich habe den zweiten Platz belegt. Wo sind die Laser-Satelliten? Kann man den auch abfeuern? Kannst du erforschen, ja. Cool. Es gibt Laser-Satelliten und es gibt ein Mini-Nuklear-Raketensilo. Mini? Was ist das für schwule Scheiße hier? Damit es nicht überpowered wird, weißt du? Ach. Die ganze Karte in die Luft fliegt, dann ist die Waffe noch zu schwach. Es ist auf jeden Fall stärker als der Lasersatellit. Ungefähr, oh, naja, dreimal so stark, sag ich mal. Hat denn in der Kampagne der Gegner mal? Als Gebäude, ja, er konnte es ja nicht einsetzen. Mini-Atomraketen-Silo feuert! Mini-Atomraketen-Silo feuert! Ja, dann müsste ich ja auch so einen Zaun kreieren, das mache ich sicherlich nicht. Aber vielleicht mache ich mal so, dass sie das auch feuern, ja. Könnte ich einrichten. Nein. Mal gucken. So. So. Nächstes Spiel. Ja, nee. Ich glaube, wir haben jetzt schon das 600 GB oder 700 gemacht. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand in meiner Wunschliste einfach mal so meine Festplatte kauft. Wir könnten die Folgen ja wieder löschen und dann nochmal zeigen, wie es richtig geht. Ja, ich schneide es jetzt einfach weg zusammen. Dann sieht es so aus, als wenn ich derjenige wäre, der dich überrennt und die KI. Ja, das klappt nicht. Doch. Ich spiele jetzt doch wegen Einzelspiele. Viel Spaß. Nein, ich spiele mehr Spiele mit gegen KIs auf ganz leicht und so ein Tech-Stufe 1 und dann schneide es zusammen, dass es passt, und dann sehe ich voll gut aus. Ich hab's voll drauf. Das nächste Mal suchen wir uns Spiele, wo wir die KI auch mal besiegen können. Wo musst du ja nur auf T einstellen, dann geht es. Ja, oder, ja. Oder vielleicht nicht ganz nach rechts den Balken machen. Ne? Hast du die KI auch in deiner Kampagne? Nein. Oh. Egal. Oh, Feierabend. Jo. Voll langweiliges Spiel. Bis zum nächsten Mal. Gib mir meinen Spruch, klaut der Hurensohn. Ja, dann halt bis übermorgen. So. Wir werden übermorgen nicht spielen, vergiss es. Egal. Darum geht's nicht. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.